Letztes Heimspiel für die Schwenninger Wildwings in dieser Saison und auch letztes Heimspiel für Dustin Strahlmeier, der Goalie, der ja bekanntermaßen nach Wolfsburg wechselt. Gegner, die Augsburger Panther, und die wollten sich mit einem Sieg in Playoff-Form bringen. Und sie legten gut los. Vierte Minute, schneller Angriff über Daniel Schmölz, der Ex-Schwenninger. Prüft Strahlmeier das erste Mal, aber der gewürzige Gelsenkirchner gut positioniert. Guter Schoner saves das Mann mit der Nummer 34. Aber die Panther weiter im Vorwärtsgang. Hier mit ihrem Topscorer Drew LeBlanc. Der Pass auf Scott Kosmaczak und der findet Jaro Hafenrichter. Fünfte Minute, das 0:1, sechster Saisontreffer für den Deutsch-Tschechen, der da leichtes Spiel hatte auf der Stockhandseite des Schwenninger Goalies. Die Wildwings, sie brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen, dann die 13. Minute. Feines Solo von Troy Borg, aber der Pass kommt da nicht an, weil Scott Valentine sensationell aufgepasst hat. Hier mit dem Schläger die Situation nochmal rettet. Aber die Wildwings drücken nochmal aufs Zentrum, kurz vor Ende des ersten Drittels. Dieser Sahnepass von Fraser auf Mirko Sacher, der startet durch und findet die Lücke für Maximilian Hadraschek. Der Ausgleich, 20. Minute, ein wenig schmeichelhaft für die Hausherren, aber wahnsinnig effektiv der sechste Saisontreffer für Maximilian Hadraschek. Und mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Drittelpause und mit dem Ergebnis war das Team von Niklas Sundplatz gut bedient. Aber er sah seine Truppe besser im zweiten Abschnitt. Hier die Augsburger in der Vorwärtsbewegung. Dann Scheibenverlust von Drew LeBlanc. Und dann geht's schnell über Troy Borg. Der hat den Kopf oben für Mike Blunden. 22. Minute. Schwenningen zum ersten Mal in Führung. Mike Blunden mit seinem 11. Saisontor. Und Troy Borg, er punktet eigentlich immer, wenn es gegen Augsburg geht, hier mit diesem Sahnepass. Und Schwenningen wollte mehr und hatte die Chance auch mehr. Hier mit Julian Cornelli, Pfosten. Das hätte das 3:1 sein können. Zu genau gezielt von Cornelli. Aber Augsburg hielt dagegen mit Henry Haase. Eigentlich nicht als Torjäger bekannt, aber hier mit einer richtig guten Möglichkeit. Setzt seinen Körper perfekt ein, aber kein Vorbeikommen an Dustin Strahlmeier. Dann Ende des zweiten Drittels. 5:3 Überzahl für die Wildwings. Die große Chance auf das 3:1. Und lassen sie die Scheibe gut laufen über Canoni, Tourisson, Borg und Blunden. Der Kanadier schnürt seinen Doppelpack, weil er wieder perfekt bedient wird von Troy Borg. Schwenningen mit einem sehr guten Tape-to-Tape-Spiel. Und dann gibt es kein Halten mehr für Markus Keller. 3:1 also für die Jungs zum Neckar-Ursprung. Nach dem zweiten Drittel Trey Tuomi mit Sorgenfalten, die immer mehr wurden, auch im letzten Drittel, denn seine Jungs rannten zwar an, aber Schwenningen blieb immer gefährlich. Auch hier gut im Vorcheck. Dann kommt die Scheibe auf Colby Robeck. Der zieht einfach mal ab und dann ist das Ding drin. Das 4:1, 44. Minute und wir werden es gleich sehen. Da sieht Markus Keller im Augsburger Tor nicht gut aus. Lässt die Scheibe durch die Schoner rutschen. Die Vorentscheidung für die Hausherren gleich früh zu Beginn des Schlussabschnitts. Dann geht es hinein in die Schlussphase der Partie. Schwenningen mit einem der wenigen Angriffe. Dann kommt Tourisson, auch der einfach nur aufs Tor und einfach nur rein. 5:1, 10. Saisontreffer. Für Andreas Tourisson, der so lange außer Gefecht war wegen einer Gehirnerschütterung, hat ein paar gute Wochen gespielt und auch hier Keller nicht optimal positioniert. Es war der Endstand in dieser Partie. Yeah, we kind of came out slow in the first period and then we got it going there in the second. And I think the big key was for that 5-on-3 goal that really put us over the edge. And then Vicey getting one early in the third helped us out huge. I just don't think we were good enough from top to bottom. We didn't execute very well. We turned the puck over. We didn't do a whole lot of things right tonight. And luckily, we have one more game left of the regular season here to sort it out and get to playoff hockey. And we got to play the right way on Sunday. Drew LeBlanc spricht sein Augsburg zu ineffektiv, muss sich deutlich steigern in Richtung Playoffs. Und für Schwenningen war es ein versöhnlicher Abschluss zum Ende der Heimsaison.